bin auf der Suche für Tundermaterial ein bisschen. Mal schauen, was Wind ist. War jetzt mal ein Bundeshöhe-Poncho, Hängematte. Also bei uns regnet es jetzt schon seit zwei Tagen. Bis sechs regnet es immer noch. Es wird natürlich ein bisschen schwerer werden. Trockenes Tundermaterial finden. Also ich wollte den Gruppen irgendwas sagen. Aber Duscht haben die auch, gell. Ich habe mir was über den Enten liegen lassen, aber ist gleich. Man kann sich natürlich der Natur behelfen. Ein Moos. Da kann man sich aufs Wasser rausdrücken. Schlickerle, man so. So, natürlich wenn es ein nasses Wetter ist, ist schwierig Feuer anzumachen. Aber ich zeige euch, wie das geht. So, wenn man Waldfeuer machen möchte, wo es nass ist, so wie jetzt. Das hat es zwei Tage durchgeregnet. Man hat ein Feuerstil mit, dann wird es relativ schwierig, ein Feuer zu machen. Weil bei uns zum Beispiel wachsen kaum Birken. Und ja. Also da, wo die finden, ist relativ schwer. Man kann es auch anders machen. Man kann sich einen Ausstauer holen. Der ist zwar außen nass, aber man tut auch die erste Schicht komplett weg. Und innen drin wird er noch trocken. Da habe ich noch ein bisschen Harz mit Baumrinde, da habe ich schon ein bisschen was, eine kleine Späne zugeschnitten. Und da braucht man noch ganz feine Späne, also wirklich hauchdünn, wenn es geht. Wenn man das so anreppelt mit dem Messer, dann steht da so eine Art Holzwolle. Siehst du das? Und das brennt. Oder fängt zumindest gleich mal glühen. Und da bringt man aber nass in den Wetter ein Feuer zusammen. So, und nachher, wenn das hat Feuerstil zu nicht. So, dann hat man Feuer. So Leute, wie ihr gesehen habt, ist es
Man kann auch, wenn es nass ist, wenn Feier ist, dann Feier machen. Also wichtig ist einfach, schauen, dass man so trocken wie möglich Aststelle findet. Und ja, nachher einfach so Flocken machen mit dem Messer, ganz viele. Oder einmal Feierstil zu fahren. Und wenn man halbwegs so gelohnt hat, anblasen. Und dann bringt man Feier zusammen. Auch wenn es regnet, wenn kein Burg rum ist oder kein Kindspan, kann man so auch eine Feier machen. So Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war ein bisschen interessant. Und wie gesagt, man kann sich selber Zunder herstellen, auch wenn es fett nass draußen ist. Wir haben jetzt zum Beispiel zwei Tage durchgeregnet, heute regnet es auch schon den ganzen Tag. Und es ist wirklich alles nass. Also einfach hochgestobenes Astel nehmen, die äußere Schicht komplett weg, den Flocken machen. Und jetzt kann man auch das Zundermaterial hernehmen. Habt ihr gesehen? Es fängt zumindest glühen und dann bringt man Feier zusammen. Ja, Leute, das war's heute wieder. Wie gesagt, hoffentlich war es ein bisschen interessant. Anregungen, Kommentare unten in die schreiben. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba, vielen Dank.